Ja, sehr geehrter Herr Jung, verehrte Exzellenzen des diplomatischen Korps, sehr geehrte Frau Dr. Czinska, sehr geehrter Herr Kramer, sehr geehrter Herr Bürgermeister Spürk, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete des Europäischen Parlaments, liebe Gäste, ich möchte heute Abend, und das ist ja schon eine lange Tradition, unsere parlamentarischen Abende von DEKRA hier gerade in der Landesvertretung. Ich möchte heute Abend etwas anders mal beginnen als bisher. Ich möchte mit einem Zitat beginnen. Die Einheit Europa war ein Traum von wenigen, sie wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle und sie ist notwendig für unsere Sicherheit, für unsere Freiheit, für unser Dasein als Nation und als geistig schöpferische Völkergemeinschaft. Das sind ehrbare Ziele, eine ehrbare Aussage. Diese Aussage ist 60 Jahre alt und ist, denke ich, heute so wichtig und relevant wie damals. Sie stammen vom ersten deutschen Bundeskanzler und bekennenden Europäer Konrad Adenauer. Und er hat vor Jahrzehnten schon weise erkannt, was heute eigentlich noch genauso zu gelten hat. Und auch wenn Europa und die Europäische Union gerade bei vielen nicht ganz so hoch im Kurs steht, man kann heute Abend mit voller Überzeugung sagen, ohne Europa und die EU wären wir bei dem heutigen Thema des Abends, bei dem Thema der Verkehrssicherheit auf den europäischen Straßen in vielen Fällen noch immer im Rückwärtsgang unterwegs. Und daher heiße ich Sie, liebe Gäste, alle ganz herzlich willkommen zum diesjährigen parlamentarischen Abend von DEKRA hier in Brüssel. Ich freue mich sehr über Ihr anhaltendes Interesse an diesem Thema der Verkehrssicherheit und auch Ihr Interesse an dem Verkehrssicherheitsreport, den wir Ihnen heute wieder mit einem neuen Thema vorstellen werden. Sehr geehrter Herr Jung, vielen Dank noch wieder einmal für die freundliche Aufnahme hier in der Landesvertretung. Ich meine, wir haben unsere Konzernzentrale in Stuttgart, von daher ist natürlich Baden-Württemberg uns besonders am Herz, aber Sie wissen auch, wir sind inzwischen eine sehr internationale Gesellschaft geworden. Aber umso mehr freuen wir uns, wenn wir hier in der Landesvertretung Baden-Württemberg eigentlich immer so ein Heimspiel haben. Es ist schon eine schöne und gute Tradition, dass wir hier da sind. Ihnen und Ihrem Team herzlichen Dank für die gute Betreuung. Meine Damen und Herren, wir wissen alle, Innovation und Fortschritt treiben Menschen und Nationen an. Und die rasante Geschwindigkeit von Digitalisierung und Vernetzung eröffnen faszinierende neue Wege, Stichwort autonomes Fahren, autonome und digitale vernetzte Fabriken und das Thema Smart Home. Aber was nutzt die beste Technik, wenn sie nicht funktioniert? Und das ist genau der Grund, dass DEKRA vor 90 Jahren als deutscher Kraftfahrzeugüberwachungsverein gegründet wurde. Er sollte sich damals um das Thema der technischen Sicherheit von Fahrzeugen kümmern und dieser satzungsgemäße Auftrag ist natürlich heute wie damals noch so relevant, wie es nur geht. Und diesen Auftrag für Sicherheit zu sorgen, den setzen wir Tag für Tag um und ich denke mit ganz gutem Erfolg. Die Nachfrage nach unabhängiger Überprüfung von Maschinen, Anlagen, Produkten, Systemen und eben auch Fahrzeugen ist sehr, sehr groß. Hier in Europa eh schon seit vielen Jahren, aber es gibt immer mehr auch Länder, die natürlich nach dem Thema Sicherheit umso mehr nachfragen und förmlich schreien. Und das spüren wir auch. Und ich darf Ihnen sagen, 2016 wird das 13. Wachstumsjahr in Folge für uns in der Erfüllung dieses satzungsgemäßen Auftrags. Wir haben allein in den letzten 6 Jahren 15.000 neue Arbeitsplätze geschaffen in Europa und in der Welt. Derzeit sind über 37.000 Menschen rund um das Thema der technischen Sicherheit in über 50 Ländern unterwegs und aktiv. In einer Welt, die sich immer schneller dreht und auch immer komplizierter wird, alles hängt irgendwie miteinander zusammen, wollen wir als Expertenorganisation und als unabhängige Dritte für Transparenz und für Vertrauen sorgen. Wir setzen uns dabei als Vordenker für das Thema technische Sicherheit ein und wir unterstützen alle Initiativen und Projekte, die das Thema Vision Zero, aber auch das Thema der Sicherheit in den drei wesentlichen Lebensbereichen, die uns alle angehen, nämlich der technischen Sicherheit im Bereich der Arbeit, zu Hause und eben auch im Straßenverkehr drum kümmern. In Bezug auf die Verkehrssicherheit steht Europa weltweit ganz vorne und auch das
muss man an so einem Abend, wo wir viel über Probleme und über Unfälle und Schwerstverletzte und auch Tote sprechen werden, mal sagen. In Bezug auf Verkehrssicherheit sind wir in Europa schon weit an der Spitze. Und ich denke, wir können auch stolz auf das bisher Erreichte sein. Die Anzahl der Verkehrstoten innerhalb von 13 Jahren ist um mehr als die Hälfte gesunken. 55.000 Verkehrstote im Jahr 2001 auf 25.000 Verkehrstote immer noch im Jahr 2014. Doch die gute Serie ist gerissen, der Trend ist gebrochen. Die Zahlen stagnieren. Und in wichtigen europäischen Ländern ist die Anzahl der Verkehrstoten sogar gestiegen im Jahr 2014 gegenüber 2013. In Deutschland um 1%, in Frankreich um 4% und in Großbritannien sogar um 5%. Und gerade diese drei großen europäischen Länder stehen für über ein Drittel aller Verkehrstoten innerhalb des EU-Raums. Und damit ist das strategische Ziel der Europäischen Union und auch der Kommission, die Anzahl der Verkehrstoten bis zum Jahr 2020 auf Basis 2010 zu halbieren, akut gefährdet. Ich denke, das wissen wir alle hier im Raum. Klar ist natürlich auch, dass keine Erfolgskurve nur nach oben geht und unterbrechungsfrei eigentlich nur einen Trend hat. Aber man muss angesichts der aktuellen Entwicklung schon genau darauf hinschauen, was sind die Ursachen dafür, dass dieser Trend gebrochen ist und die Zahlen maximal nur stagnieren. Eine Ursache dafür ist die zunehmende Ablenkung. Dabei müsste man eigentlich erwarten, dass angesichts der zunehmenden Verbreitung von Verkehrssicherheitssystemen und Assistenzsystemen eher weniger passiert und der Fahrer ausreichend und eigentlich besser unterstützt wird. Vielleicht ist aber das gerade der Grund für zunehmende Sorglosigkeit und Ablenkung. Dieses Phänomen ist noch nicht ausreichend untersucht. Europaweite Zahlen fehlen, ich sage mal, um eine statistische Aussage zu treffen für ganz Europa. Aber Österreich hat hier eine Einschätzung schon mal gemacht, eine Untersuchung, und ist wahrscheinlich durchaus repräsentativ. In Österreich wird inzwischen jeder dritte Unfall auf Ablenkung zurückgeführt. Lebensgefahr Ablenkung, mein Kollege Clemens Link wird Ihnen gleich im Anschluss noch weitere alarmierende Erkenntnisse im Rahmen unseres Verkehrssicherheitsreports darstellen. Jetzt mag mancher darauf hinwirken oder auch mit Recht denken, das ist ja dann gut, dass wir bald nur noch autonom unterwegs sein werden. Dann darf ja eigentlich nichts mehr passieren. Dann können wir der Technik das Fahren überlassen und wir sind dann wirklich sorglos und können uns umdrehen, Zeitung lesen. Wir kennen alle die Bilder. Dazu kann ich sagen, im Prinzip ja, aber wie so oft steckt auch hier der Teufel im Detail, im Technischen wie im Ethisch-Juristischen. Im Technischen, wie der Unfall mit einem angeblich stärker autonom fahrenden Tesla uns wieder vor Augen geführt hat. Wir sind technisch einfach noch nicht so weit, dass wir in komplexen Verkehrssituationen, im Stadtverkehr insbesondere, wirklich auch nur halbautonom unterwegs sein können. Und im Ethisch-Juristischen, weil viele Fragen noch vollkommen offen sind. Erste Antworten liefert zu dem Thema der Standards und Normen, der Gesetzentwurf des deutschen Verkehrsministers Dobrindt, der Mitte diesen Monats eingereicht wurde. Meiner Meinung nach eine erste Grundlage für die anstehende Diskussion, die dringend erforderlich ist. Aber ich glaube, wir brauchen keine nationalen, wir brauchen internationale und wir brauchen mindestens europäische Standards an dieser Stelle. Wir werden hier gern weiterhin natürlich unsere Expertise einbringen, denn es geht in den nächsten Jahren darum, Stichwort autonomes Fahren, vernetztes Fahren, die Spielregeln sehr klar und einheitlich zu definieren. Liebe Gäste, es ist an der Zeit, sich mal wieder an die wirklich starken Ziele der nationalen und der europäischen Programme zur Verkehrssicherheit zu erinnern. Vision Zero ist weiterhin möglich. Das ist der Glaube und der feste Wille, dass eine Welt ohne Verkehrstoten, eine Welt auf den Straßen ohne Verkehrstote möglich ist. Wir werden deshalb heute Abend zum ersten Mal einen europäischen Verkehrssicherheitspreis vergeben, den sogenannten DGR Vision Zero Award. Vision Zero ist heute schon Realität. Sie werden es gleich nochmal in den weiteren Ausführungen auch sehen. Wir haben exklusiv
Übersichten für die Europäische Union, aber auch für Japan und für Nordamerika, für USA insbesondere, aufgestellt und erstellt. Und es zeigt, welche Städte in welchem Umfall keine Verkehrstoten mehr zu verzeichnen haben, auch über welchen Zeitraum hinweg. Und in vielen europäischen Städten, das kann man auch sagen, über 50.000 Einwohner, gibt es heute schon für mindestens ein Jahr keine Verkehrstoten mehr. In Europa 572 Städte mit mindestens ein Jahr keine Verkehrstoten, aber es gibt auch Städte, die mindestens 4-5 Jahre keine Verkehrstoten mehr zu verzeichnen haben. Und da gibt es häufig Gründe dafür. Über die Stadtverwaltung, die Maßnahmen ergriffen haben, über verschiedene andere Dinge. Und das wollen wir Ihnen heute Abend unter anderem auch zeigen. Wir werden heute Abend eine europäische Stadt würdigen, die Vorbild für viele andere Städte im Bereich der Verkehrssicherheit sein kann. Liebe Gäste, Sie kennen DEKRA als Weltmarktführer im Bereich der Fahrzeugprüfung. Wir prüfen etwa 26 Millionen Fahrzeuge weltweit pro Jahr. Und dadurch fühlen wir uns auch in der richtigen Position, Anregungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zu geben. Und dieses Wissen stellen wir sehr gerne zur Verfügung. Wir packen die technische Kompetenz durch die Hauptuntersuchung, durch Millionen von Schadengutachten, aber auch durch unsere Unfallforschung zusammen in dem jährlichen Verkehrssicherheitsreport. Wir tun dies seit 2008 in vielen Hauptstädten in Europa, aber inzwischen auch in Neuseeland, in Südafrika und in den USA beispielsweise. In diesem Jahr durften wir erstmals im Verkehrssicherheitsreport auch den Vereinten Nationen in Genf vorstellen. Es freut mich daher sehr, dass dieser Verkehrssicherheitsreport, den Sie auch ausliegen haben, wenn Sie später rausgehen, nehmen Sie ihn bitte mit, den gibt es natürlich auch digital. Unser Verkehrssicherheitsreport ist ein anerkannter Rat und Impulsgeber. Und dieses Jahr haben wir das Schwerpunktthema Personenverkehr. Und mehr zu den Inhalten und auch zu konkreten Initiativen und Schlussfolgerungen wird Ihnen gleich mein Vorstandskollege Clemens Klinke Ihnen geben. Liebe Gäste, keine Frage, das Thema Verkehrssicherheit geht uns alle an. Ich denke, jeden Tag und auch überall. Deshalb lassen Sie uns gemeinsam weiter an diesem so wichtigen Thema der Verkehrssicherheit arbeiten, jeweils in den nationalen Bereichen, aber natürlich auch auf europäischer Ebene. Und dieser Abend soll ein weiterer Schritt auf diesem Weg sein. Ich wünsche Ihnen jetzt viele Anregungen, auch für Ihre persönliche Arbeit und Ihre Aufgabe und Rolle. Und dann anschließend, wenn wir draußen sind, noch gute Gespräche auch miteinander. Vielen Dank, haben Sie einen schönen Abend hier bei unserem parlamentarischen Abend. Dankeschön.